Zuallererst benötigen wir 200 Gramm Zucker. Dann benötigen wir 125 Gramm Butter. Und das wird jetzt richtig schön gemixt. Jetzt kommt ein Ei hinzu und das verrühren wir mit dem Löffel. Danach kommt die Mehlmischung hinzu. Die Mehlmischung besteht aus Natron und Mehl, und zwar 350 Gramm. Jetzt kommen noch 225 Milliliter Milch hinzu. Umrühren nicht vergessen. So sollte es zum Schluss aussehen. Ein wunderschöner cremiger Teig. Jetzt könnt ihr ihn rosa färben. Wie wär's mit Blau? Grün? Gelb? Und für die Schokoladenliebhaber ein Teelöffel Kakao hinzu und umrühren. Jetzt portioniere ich das alles auf dem Blech. Ich habe das vorher in eine Spritztüte umgefüllt. Solltet ihr so eine Behälter nicht haben, ihr könnt auch einfach nur eine Tüte nehmen und ein bisschen an der Ecke abschneiden. Funktioniert auch. Jetzt kommen 200 Milliliter Sahne in einen Topf und ganze 400 Gramm Schokolade. Kennt ihr noch das Rezept? Ja, das ist vom super schokoladigen Schokoladenkuchen. Das lassen wir abkühlen und jetzt können wir unsere Whoopies ausstechen. Wir spritzen die Schokolade also einfach auf den Whoopie rauf und ja, das war's auch schon. Solltet ihr welche mit den Stielen benutzen, so wie ihr es gerade eben schon gesehen habt oder auch jetzt gleich nochmal sehen werdet, so wie diese hier mit den Blumen, dann würde ich sie vorher nochmal schockfrieren. Und zwar einfach in das Tiefkühlfach kurz reinlegen, damit die Schokolade ganz schnell fest wird. So rutschen sie auch mit Sicherheit nicht ab. Bei den normalen Whoopies braucht ihr das natürlich nicht machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst nicht, die Infobox zu lesen. Da steht das Rezept drin und auch nochmal Tipps und Tricks. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüssi.